Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EverOS. Das kam jetzt kurz nicht, aber ab jetzt wieder ganz normal. Ich habe gerade angefangen aufzunehmen. Lass mich doch kurz. Autsch. Anscheinend lässt es mir keine 5 Sekunden. Ja, ich glaube, ich muss etwas in das Kämpfen wieder rein. Eigentlich wollte ich doch nur einen Jadekäfer. Leute, Beifuß. Oh, shit. Ich wollte nur in die Vorderhalle der Tiefseehöhe, des Tiefseefriedhof muss ich, ne? Hier. Was steht denn? Wir machen ja gerade Nebenquests. Die Höhle vor dem Tiefseefriedhof. Und da möchtest du ja einen Jadekäfer. Okay, wo bin ich? Ich bin immer noch im Tiefseefriedhof. Was ist hier? Ich kann nichts sehen. Ich kann gar nichts sehen. So. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht muss ich von der anderen Seite rein. Ich habe das Gefühl, ich bin nämlich alles nur nicht am Anfang. Ich gehe nochmal zurück zur Oase. Da gibt es sicher jetzt erstmal für den Anfang auch wieder was zu tun. Oh, ist außerdem Nacht. Wow. Quasi nichts. Guten Morgen. Gartenpflege. Okay, ich möchte die Ernte einbringen. Genau. Sehr schön. Gut. Gucken wir hier nochmal eben Material zu teilen. Wie teile ich nochmal mehr alles Material zu? Mit X, ne? Ja, bitteschön. Oh, ich kann nicht alles liefern, oder? Shit. Ich denke, das wird so nichts. Aber zuerst mal müssen wir schlafen gehen. Und dann gehen wir erstmal raus und machen die ganzen Nebenquests, die hier vor dem Haus noch sind. So. Nein. Schnellreise. Wie komme ich denn? Wie kann ich denn? Ach, Zaubersprung. Gut, dass ich total verwirrt bin. So. Nach Hause zum Schlafen, weil es ja Nacht ist. Das ist 18 Uhr. Ich gehe um 18 Uhr auch mal schlafen. So. Hier ist unser Zuhause, also gehen wir jetzt erstmal schlafen. So. Gute Nacht. Ja, ich möchte bitte einen neuen Tag. So, und aufgestanden und ab dafür ist es morgen, Miri. Miri, wach auf. Guten Morgen. Mal gucken, ob wir neue Reisende haben. Ein Reisender und 17 Pinguhus. Und die Leute fühlen sich hier nicht sonderlich wohl. Das freut mich immer, das zu hören. Das macht alles viel besser. Was haben wir denn für Ziele? So. Wie kann ich denn nochmal... Habe ich nur die zwei Gerüchte? Ah nein, ja. Ich konnte noch runterscrollen, das habe ich nicht gesehen. Ein Handwerkswasser. Im Kidu. Auf einem Cliff im Inneren des Kiduns. Wo ist denn das Kidun? Meine Güte. Das ist echt traurig. Okay, dann gehen wir mal eben raus. Und schauen Sie, ob... Ah, hier will der Laden was von uns. Hallo, Laden? Ja, bla bla. Ah, die gibt mir einen Stempel. Ich habe keine Stempelkarte. Geil. Ja, wir können gerne kurz nach draußen gehen. Klar. Was möchtest du? Sag mal, hast du nicht vielleicht... Also, hast du eventuell Kullerperlen? Nee. Weißt du, um Windräder zu bauen? Naja, dafür brauche ich Kullerperlen, die man manchmal beim Schürfen findet. Beim Schürfen. Ich muss jetzt schürfen gehen. Dann machen wir jetzt erstmal diese Quest. Oh, hatte ich schon fertig. Ha, sehr gut. Ich bin so gut. Ich weiß, meinem Gesicht kann man das nicht ansehen, da ich immer traurig aussehe. Aber ich freue mich wirklich. Okay. Unter einem Windradhändler
stellen sich immer alle jemanden vor, der immer fröhlich und gut gelaunt ist. Dann sehen sie mich und wundern sich und dann fühle ich mich schlecht. Aber egal, ich sollte dir etwas zum Dank geben. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja? Was? Cooles Geschenke. Ein Sonnenstein. Kann ich damit ein Pokémon entwickeln? Cool. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch, dein Laden kann jetzt größer werden. Ich würde sagen, wir klappern jetzt einmal Läden ab und schauen, wer größer werden möchte. Erstmal. Damit wir irgendwie die Oase mal größer hinbekommen und nicht nur die ganze Zeit Hauptquest machen. Cool, da ist jetzt so ein Riesenwindrad drauf. Gefällt mir. Gut. Dann. Super Wind. Erstmal mein Geld einsammeln. Hier, der hier möchte. Boah, wie viele Läden einfach gelevelt werden möchten. Okay. Okay. Webdecken. Dann machen wir jetzt nächstes Webdecken. Gespräch. Miri, könnte ich dich kurz draußen mal sprechen? Okay, klar. Miri, hast du ein Momentchen? Ich habe eine dringende Bitte an dich. Also, ich möchte Decken weben, die frisch und jugendlich wirken, welche dir richtig ins Auge stechen. Dazu bräuchte ich ein paar Spinnfäden. Könnte ich dich damit wohl beauftragen? Wo kriege ich denn Spinnfäden her? Okay. Spinne. Oh, ich habe genug. Ja. Sehr schön. Viel Spaß damit. Schön weiterweben. Mir gefallen ja Dinge, die wirklich ins Auge springen. Meine Tochter sieht das leider ganz anders. Hatte ich dir überhaupt schon erzählt, dass ich eine Tochter habe? Nein, hast du nicht. Das ist okay. Alles, was bunt oder ausgefallen ist, findet sie furchtbar im Gegensatz zu mir. Ständig lagen wir deswegen im Streit. Mittlerweile reden wir nicht mehr miteinander. Ich weiß nicht einmal, wo sie ist und wie es ihr geht. Oh, tut mir leid, Herzchen. Ich wollte mich eigentlich bedanken. Nicht mich bei dir ausweinen. Hier, ich habe hier etwas Hübsches für dich. Sieh es als Dankeschön für deine Hilfe an. Oh, Taujuwelen. Geld. Geld. Wie unkreativ. Und jetzt wächst der nächste Laden. Schrieben nach Schönheit. Na dann, mach mal deinen Laden größer. Okay, er sieht nicht wirklich viel anders aus. Da waren die anderen irgendwie cooler. Na gut. Oh, die leveln dann auch gleich mit auf, die Händler. Gut, dass ich das bis jetzt übersehen habe. So, nächster Laden. Gespräch. Ja, komm raus und lass uns reden. Sag mal, Miri, hast du schon von Unruh-Kürbis gehört? Was? Nein. Der ist unter Gemüsekennern unglaublich beliebt. Angeblich gibt es irgendwo einen Händler, bei dem man, ach du meine Güte, die Saat dafür kaufen kann. Gerüchten zufolge hält er sich gerade im Wendelstollen im Südwesten der Kaara-Wüste auf. Das hört sich nach Spaß an. Dann machen wir das doch. Ja. Tschüss, Aquapop-Portale. Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, das ist der unten linkeste Dungeon. Sehr gut. Okay. Ist hier vielleicht zufällig gerade ein Händler? Nein, sieht schlecht aus. Hallo? Hallo? Kann ich eigentlich mit denen irgendwas machen? Hallo? Tatsächlich? Okay, witzig. Ich meine, das hatte jemand mal in die Kommentare geschrieben, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass da irgendwas passiert. Deswegen habe ich es probiert. Danke, danke für eure Hinweise immer. So. Dann begeben wir uns mal ganz nach... Oh, Leute, hier rum. So, aber, da uns ja eine Menge inzwischen an Zeug fehlt, um die Läden zu beliefern. Erstmal voll daneben gehauen. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen farmen hier. Also zumindest so ein paar Standardsachen, glaube ich. So. Lauter kleine Kaninchen, die böse sind. Weil sie vom Chaos gefallen sind. Ist das nicht schön? Vom Chaos befallene Kaninchen. Hallo, guck mal her. Ich wollte nicht Wind machen.
Entschuldigung. Die Kobra da hinten können wir auch gleich mitnehmen. Hallihallo. Gut, dass ich die alle one-hit. Da geht das mit dem Farm ziemlich schnell. Hi, Kobra. Sie ist schon ein bisschen süß, ne? Wenn ich das so sagen darf, wie stark ich inzwischen bin. Das ist schon echt traurig. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach da unten und nehmen alles mit, was auf dem Weg noch liegt. Wie ein Spargelkaktus. Wie komme ich da runter? Ach, hier. Einfach, ach. War das die versteckte? Das war doch das versteckte Ding, ne? Kann mich erinnern. Miri, steck mal bitte dein Schwert weg. Dankeschön. Weil wenn man sein Schwert draußen hat, kann man leider nicht ganz so schnell rennen. Das ist ein bisschen nervig. Oh, ich sehe Kaninchen auf unserem Weg. Um die kümmern wir uns gleich. Wie geht's so? Level 3. Ich weiß, das sind ein paar der Ratten, aber sie hüpfen und sie sehen aus wie Kaninchen. Es tut mir leid. Ich kann das nicht paar der Ratten nennen, wenn es ein Kaninchen ist. Jeder erkennt, dass es ein Kaninchen ist. Jeder. Okay. Irgendwo. Oh, ich weiß. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Eingang war. Ich glaube hier außen rum. Ja? Oh, das sieht richtig aus. Sehr schön. Sehr schön. Das ist nämlich versteckt. Fies ist das. Das ist echt fies, Leute. Entwickler. Fies ist das. Wirklich. Okay, hier sind wir richtig. Schauen wir uns nochmal das Protokoll an. Im Südwesten, im Wendelstollen. Sind wir jetzt schon im Wendelstollen? Ja, sind wir. Oh. Wo könnte er nur sein? Wo? Ich glaube, wir müssen den ganzen Stollen durch. Nein, warte. Hallo, schön, dass du gleich am Eingang stehst. Na, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht ein Sprössling ist. Und ein wahrer Glückspilz noch dazu. Denn heute gibt es hier Unruh-Kürbissaat, frisch aus meinem hauseigenen Garten. Nur keine falsche Bescheidenheit. Hier, nimm das. Der Händler schiebt einen kleinen Beutel in deine Tasche. Das kommt mir etwas verdächtig vor, weil wir hier an einem abgelegenen Platz sind und er mir einfach was zusteckt. Das erste Mal ist immer gratis, ne? Super. Okay. Okay, ich bin etwas beunruhigt, was das für eine Saat ist, aber... Egal, keiner hat uns gesehen. Keiner hat gesehen, was wir getan haben. Hoffentlich. Gut. Wir sind zurück. Oh, ein Händler. Hi. Ich brauche eine Stempelkarte. Bitte hab eine Stempelkarte. Bitte. Wieso hast du keine Stempelkarte? Da. Ach, gut, dann kaufen wir mal ein bisschen Saat ein. Damit wir immer von jedem was da haben, falls mal eine Quest eine passende kommt. Zwiebelsaat. Wer will denn sowas? Salatsaat. Okay, dann dürften wir von aller Saat genug haben. Er tauscht mir Kobra-Haut. Oh nein. Hä? Brauche ich nicht für irgendeinen von irgendwas was? Wer hat das jetzt verstanden? Hier, der will doch... Nein, ich will nur das Protokoll sehen. Ach so, Bitterobst. Das kriegt man, glaube ich, aber nicht bei diesem Standardhändler. Na gut. Dann geben wir mal ab, was wir abzugeben haben. Oh, der ist neu. Hi. Wir machen deine Quest gleich, wenn wir das hier abgegeben haben, Freund. Ich will immer in diese Tür rein und dann kommen die einem gleich wieder entgegen. Das ist so fies. Ich glaub's nicht. Das ist doch Unruh-Kürbissaat und die ist echt für mich. Du bist der Beste. Da mal auf zum Beet. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Kürbisse. Ach ja, bevor ich es vergesse. Hier, nimm das als Dank und keine Widerrede. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Danke. Was für Saat war das? Ein Mondstein. Damit kann ich Pokémon entwickeln. Yay, ich entwickle mein Nidorino zu einem Nidoking. Oder mein Pipi zu einem Pixie. Da bin ich noch nicht sicher. Mal gucken. Aber ich glaube eher Nidoking. Okay. Off-topic. Na dann,
Zeig mal, wie dein Laden aussieht. Da ist momentan ein Kopfsalat drauf. Wäre das jetzt einfach nur ein größerer Kopfsalat? Ah nein, ein offener Kopfsalat. Super. Aus dem noch ein Kopfsalat wächst. Schön. Oder so. Na gut. Wo ist denn jetzt hier du? Du bist... Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Ich will mit dem Neuen reden. Ach, hallo. Ich bin Sekina. Weißt du noch? Der aus der Wüste. Ach, tatsächlich. Sag mal, deine Oase schießt ja echt den Vogel ab. Mann. Es ist umwerfend schön hier. Ich muss dir echt danken, dass du mir den Tipp gegeben hast. Allein hätte ich dieses Paradies nie gefunden. Ich bin echt von dir angetan, Häuptling. Diese Leidenschaft, mit der du deine Oase beschützt, das inspiriert mich. Meine Trommeln werden das Echo deines Herzschlags sein. Das Feuer meiner Musik soll auf alle übergehen. Wart's nur ab, Häuptling. Bald werden wir hier alle tanzen. Wuhu! Häuptling, nimm mich in dein Gefolge auf. Ich habe mich entschieden. Dies ist die Oase, durch die meine Trommeln pulsieren sollen. Ah. Dies sind die Leute, mit denen ich tanzen will. Okay. Sei unser Freund. Ach, sehr schön. Wir können jetzt einen Trommelladen bauen. Guck mal. 18 Gefolgsleute. 19 Gefolgsleute. Kann ich die Oase schon aufleveln? Warte, will gleich noch was von uns. Okay, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, beenden wir erstmal die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich versuche ihn mal abzuhalten vom Weglaufen. Dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.